liebe Zuschauer, schön, dass ihr am Start seid. Wir gucken uns jetzt ein Video von den Space Frogs an. Haben wir lange nicht mehr getan, by the way. Das wurde mal wieder Zeit. Aber sie haben ein Video rausgehauen, was tatsächlich relativ interessant klingt. Und zwar zocken Influencer ihre Fans ab. Im Thumbnail war, by the way, eine Gönnergy-Dose zu sehen. Inwiefern das jetzt damit was zu tun hat, werden wir jetzt gleich sehen. Ich bin sehr, sehr gespannt. Ich zock euch auf jeden Fall ab. Ne? Deswegen sage ich immer, gönnt euch Holy, weil Holy cool ist. Nee, Holy ist wirklich cool. Warte, ich muss dabei jetzt Werbung oben einblenden. Holy ist wirklich cool. Wenn ihr auch so cool sein wollt, einfach den Link unten in der Beschreibung abchecken. Mit dem Code AlphaKevin5 gibt es 5 Euro Rabatt und ihr seid die Allercoolsten, ja? Checkt das unbedingt ab. Ich würde nun sagen, nachdem es hier bei Holy groß war, würde ich sagen, gucken wir uns jetzt das hier an. Aber das ist keine Abzocke, Leute. Es schmeckt wirklich gut. YouTuber kann man eine Menge Geld verdienen. Mit Werbung oder Placements. Aber das wirklich Wertvolle, was wir in unserem Sack haben, ist unsere Reichweite. Auf denen ja auch die Placements dann kalkuliert werden. Und da bietet es sich ja an, sich irgendwas aufzubauen, damit man direkt selber abcashen kann. Anstatt diese Reichweite einfach nur an Dritte für Werbung zu verkaufen. In eine Firma investieren und die dann fett promoten. Oder du baust eine Firma komplett selbst auf. Oder du machst eine Kooperation mit einer Firma. Mist, das habe ich noch nicht. Fuck, das ist das Problem. Ich brauche noch ein Produkt, was ich vermarkten kann. Ja, da kann ich meine Reichweite zu 100% ausschöpfen. Mal woran du dann irgendwie einfach mehr verdienst. Die Gründe sind vielseitig. Manche YouTube-Kanäle brauchen tatsächlich extra Geld, weil ihr Konzept einfach sehr teuer ist. Andere wollen einfach nur fett abcashen, weil sie einfach Geld mögen. Und manche möchten sich was aufbauen, um weg... Warte, war das Diana zur Löwen? Konzept einfach sehr teuer. Leute, danke schön. Andere wollen einfach nur fett abcashen. Nee. Doch, doch, das ist Diana zu Löwen. Junge, da habe ich mal ein Video angeguckt. Ich habe mir überlegt, ein Video gegen sie zu oder gegen sie zu machen, über sie zu machen, weil das so cringe war. Aber ich habe es dann nicht gemacht, weil das zu unangenehm war. Das war selbst mir zu unangenehm. Sie hatte mal darüber geredet, wie bescheiden sie doch ist, auch was das Thema Geld angeht. Und hat dann darüber geredet, dass ihre dass sie jetzt eine Wohnung gekauft hat. Und das hat sie mit so viel Arbeit hinbekommen. Ja, so viel Arbeit, diese Wohnung geholt und die Wohnung, ich weiß gar nicht, das war in irgendeiner Großstadt, eine ziemlich große Wohnung, ziemlich luxuriös und das war an Fremdscham kaum zu überbieten, was ich da sehen musste. Ne? Und sie hat sich da so richtig abgefeiert, wie toll sie doch ist und wie hart sie doch gearbeitet hat und was sie doch für eine tolle Maus ist. Ja, nee, es war wirklich anders unangenehm. Ich weiß gar nicht, was sie für ein Produkt hat. Ob sie einfach nur Influencerin ist, ich habe gar keine Ahnung, aber bei ihr scheint irgendwie zu laufen, ich habe keine Ahnung. Einfach Geld mögen. Manche möchten sich was aufbauen, um wechseln zu können, weil sie YouTube am liebsten verlassen wollen. Aber egal was, wenn es um YouTuber und Geld geht, wird gerne gehatet. Der Klassiker ist ja Merch. Wir persönlich finden es ziemlich fair, wird aber manchmal gehatet, weil teuer. Wenn du es allerdings mit dem Preis von einem H&M-Shirt vergleichst, ist es auch ein bisschen dumm. Denn es gibt drei Faktoren, die den Preis natürlich höher machen als so ein... Wie wild ist das eigentlich, dass sie hier gerade ihren Merch bewerben? H&M-Shirt. Das Prinzip ist ja bekannt, je mehr du von etwas produzierst, desto geringer ist der Stückpreis. Für YouTuber-Merch wird ja jetzt nicht so viel produziert, wie zum Beispiel für H&M, die einen weltweiten Markt haben. Faktor 2 sind oft Menschenrechte und Umweltschutz. In der Regel achten YouTuber mehr darauf, was sie da verkaufen, weil denen mehr auf die Finger geschaut wird. Und Faktor 3 ist natürlich die Gewinnmarge für den YouTuber. Wenn ihr Merch von einem YouTuber kauft, ist eine Summe mit im Preis drin, die nur für ihn bestimmt ist. Und diese Marge ist oft höher als 50 Cent, weil sonst lohnt sich der ganze Akt nicht. Kaum ein YouTuber wird 1 Million Shirts verkaufen. Und klar, 30, 40 Euro für ein Shirt ist nicht gerade das preiswerteste, aber du kriegst ja, was du siehst, es ist deine Entscheidung, du unterstützt den YouTuber und kannst sogar noch zeigen, dass du ihn feierst. Hm. Wenn dir ein Shirt gefällt, gefällt es dir und es ist schwer, da einen Preis festzumachen. Die Frage ist halt immer nur, wen du den Scheiß andrehst. Wenn Erwachsene überteuerten Merch kaufen, jetzt sage ich selbst überteuert, dann ist es deren Entscheidung. Aber wenn deine Zielgruppe jung und beeinflussbar ist und du denen dann so ein merkwürdig gebrandet das Handy andrehen willst, dann sollte man den Burger-Pommes-Song draufladen und das als Handy-Klingelton nehmen. Junge, das Video von Alexi Bexi ist immer noch absolute Legende. Vor allem war das auch nur ein normales Handy. Das hatte ein paar Wallpaper exklusiv von ihr da drauf und ihr Gesicht und ihre Unterschrift war hinten drauf. Also, ist schon eigentlich ein bisschen wie Merch. Das ist ja auch Merch. Ah. Das ist ein dummer Merch. Ah. Kindern so eine Scheiße anzudrehen! Noch mehr. Hey, liebes Twitch-Team, das, was gerade zensiert wurde, ist übrigens kein Penis gewesen. Das war ein Spielzeug gewesen. Merkwürdiger sind diese Eistees und Energy-Drinks. Das ist nicht so wirklich Merch. Das ist halt ein Verbrauchsgegenstand, den du wegwirfst, wenn du ihn getrunken hast. Es sei denn, du bist ein richtig krasser Keck oder so und stellst dir die verschiedenen Sorten, die du sammelt, meint er jetzt, auf so ein Regal neben deine Axtdosen oder so. Klar, es gibt Parallelen zu Shirts, aber es war jetzt eine Zeit lang der heiße Scheiß unter den Rappern. Nerven tut's mich, wenn Influencer dumm rumlabern und den Zuschauern Honig um die Eier schmieren, anstatt einfach zuzugeben, dass sie gewisse Dinge einfach fürs Geld machen. Es ist nicht Honig und im Eier. Lass doch einen Hund, du müsstest wissen, worüber ich rede. Event
produktbezogene Merch zu verkaufen, macht zum Beispiel Sinn. Also definitiv. Also es gibt einmal die Werbung und die Werbung, ja. Also es gibt Werbung hinter der, das ist halt, du wirbst halt einfach nur ein Produkt und die Zuschauer sehen auch, das ist halt einfach eine Werbung, ja. Entweder du magst das oder magst das nicht, aber dann siehst du, okay, der YouTuber, der selber nutzt das jetzt gar nicht weiter. Ne? Ich sag immer wieder auch in meinen Streams, dass ich kein Zocker bin, ich zock nichts. Ja, wenn dann meine Werbung kommt für Honkai Star Rails, das interessiert halt die Leute, die Honkai Star Rails selber zocken und die sagen, okay, oh, ich nehme den Code mit, aber man darf jetzt nicht von mir verlangen, dass ich dieses Spiel permanent spiele, ja, dann ist es natürlich aus dem Zweck, dass man damit Geld verdienen möchte, weil das halt nun mal der Beruf ist, gehört auch ein Stück weit mit dazu, man muss sich halt immer entscheiden, was nimmt man wirklich für Werbepartner, ne? Es gibt auch sehr, sehr problematische Werbepartner, die man dann auch ablehnt, aber es gibt auch Dinge, so siehst du das, es gibt aber auch Dinge, wo du sagst, ey, okay, der steht wirklich dahinter und bewirbt das auch nicht nur, weil das halt ihm Geld bringt. Ich meine, klar, Werbungen bringen immer Geld, aber nicht nur, weil es Geld bringt, sondern weil er das wirklich auch feiert, ja. So zum Beispiel das mit diesem Holy. Ich würde es nicht bewerben oder ich würde es nicht so bewerben, wie ich es mache, wenn ich es nicht feiern würde, ja. Wir trinken das wirklich jeden Tag. Und das wäre auch jetzt Quatsch, wenn ich jetzt sagen würde, ja, oder beziehungsweise das kriegst du ja auch mit, wie steht jemand dazu. So, ich stehe da komplett dahinter. Ne, ich kann das auch gut und gerne, ich kann das nur jedem empfehlen. Wer es probieren möchte, probiert's und lässt sich dann überzeugen, ob das was für ihn ist oder nicht. Aber mir sagt das halt 100% zu und deswegen ist das auch nochmal ein bisschen anders. Und dann merkst du aber auch, dass eine Werbung auch viel besser ankommt und dass die Leute dann auch ein gewisses Feedback geben, währenddessen die bei anderen Werbungen schon sehen, okay, und er nutzt das eh nicht. Weil du halt während des Events die ganzen Bestellungen sammeln kannst und du dann mit einmal alles produzieren kannst und so einen geringeren Stückpreis hast. Höhere Marge. So machen wir das zum Beispiel auch bei Loot für die Welt. Und da ist es sowieso okay, weil höhere Gewinnmargen heißt mehr gespendetes Geld. Da können wir offen zugeben, dass es ums Geld geht. Finn Kliemann hatte mal so eine Platte produziert und hat das dann als exklusives Ding verpackt, weil er die Platte selber gedruckt hat und das hat dann mit einmal alles machen wollte. Er hat alles rundherum selbst gemacht, ohne Label. Macht unternehmenstechnisch Sinn. Und klar, wenn du Arbeit selber übernimmst, sparst du Geld, weil du hast ja dann auch mehr Arbeit. Aber er hat es dann verkauft von wegen, oh, ist dann was Persönliches und ich möchte auch wirklich jeder selber machen. Weil dann kann ich die Qualität und boah, das ist dann vorhin, weißt du, das ist mein eigener Schweiß dran. Das ist voll so, oh mein Gott, das ist voll emotional. Ich muss jetzt mal weinen während meiner Instagram-Story hier. So, halt's Maul, Digi, Alter. Gib doch einfach zu, dass du so mehr Geld machst. Künstliche Verknappung, zeitlich begrenzt und du kannst alles Das passiert übrigens, wenn du bei Adobe Premiere fehlende Dateien drin hast. Da entstehen genau diese Bilder. Also die wollten gerade eigentlich Bilder einblenden, aber Adobe Premiere oder sie haben auszusehen die Bilder gelöscht gehabt. Mit einmal weg. Da entsteht dann genau nämlich das hier. Ja, ausstehende Medien steht auch drin. Ja, da machst du fett Cash. Und niemand ist sauer, dass man mit gewissen Sachen Geld verdient und Geld verdienen möchte. Solange du nicht darüber lügst, wie zum Beispiel die Herkunft von irgendwelchen Masken, das ist dann wieder was anderes. Eine Masche, die jetzt immer wieder auftaucht und gerade beliebt ist, wenn es um Schmuck geht, ist das Alibaba Dropshipping Prinzip. Das ist eine Seite, die sich an den Einzelhandel richtet. Da kannst du halt ein Produkt auswählen, die ballern dann dein Logo rauf. Und dann kannst du es halt in Massen direkt kaufen. Und halt, ne, je mehr, desto billiger. Was dann aber nicht so ganz legal ist, ist, wenn du es als Selbstdesign verkaufst. Weil du kaufst es ja nur rein. Lola Weipert wurde da jetzt kritisiert. Ganz frisch. Oder auch nicht. Druckfrisch. Wie sehr das stimmt oder auch nicht, weiß ich jetzt nicht. Ich will mich jetzt auch nicht zu sehr auf irgendwelche Twitter-Posts verlassen. Aber das Geschäftsmodell macht halt einfach Sinn. Du kaufst etwas für einen Euro ein und verkaufst es dann für teilweise 40 Euro. Ist eine Grüße gehen raus an alle Massagepistolenfirmen da draußen, ja, und auch die YouTuber oder Influencer, die da fleißig Werbung gemacht haben, obwohl es ganz eindeutig war, dass das so schlechte Dropshipping-Produkte waren, dass es einem schon wirklich schlecht wird, aber ja, hat offenbar funktioniert. Junge, diese Massagepistolen, die haben ja teilweise riesen Events gesponsert, weil halt Werbung alles ist. Und die haben halt auch, ich weiß nicht, ob die damit wirklich viel Geld gemacht haben. Ich weiß nicht, ob sich das krass gelohnt hat, aber bei der Marge, also bei dem, was sie bekommen haben daraus, für den geringen Preis, den sie eingekauft haben, ist es schon geisteskrank, was die verdient haben müssen. Also kann ich mir nicht anders sonst erklären, wie die das Geld reinstecken können für so ein riesiges Marketing. Also haben ja alle Werbung gemacht, ob das ein Bushido war, ein Knossi war, ich weiß gar nicht, ob Monte auch mal dabei war, Nader Chindawi, also die größten der Großen zu der Zeit, haben Werbung dafür gemacht.
Heftig einfach. Relativ beliebte Masche, um ohne Talent an Geld zu kommen und wurde auch viel auf Instagram genutzt, dass halt irgendwelche Influencer irgendeinen Job beworben haben, der einfach nur genau das halt macht. Aber als einzige Ausgabe nur dieses Influencer-Placement hat, weil sie ja keinen eigenen Job aufgebaut haben. Das wird direkt einfach weitergeschippt. Und da ist es ja an sich kein dummer Move, als Influencer zu denken, hey, ich krieg die ganze Zeit Anfragen für solche Seiten, warum mache ich da nicht einen selber auf? Es ist nur ein ziemlich dummer Move, wenn du so tust, als hättest du es selber designt, während man einfach auf diese Seiten gehen kann und sehen kann, dass du es eben nicht selbst designt hast. Diana zu Löwen hatte jetzt auch ihren eigenen Shop. Ja, genau, deswegen wollte ich Video eigentlich machen, weil der Vorwurf kam, dass sie irgendwie, waren es, nee, das kann ich jetzt nicht sagen, der Vorwurf war, dachte ich, Plagiate, aber ich kann es jetzt gerade nicht zu 100% bestätigen, ob das wirklich 1:1 der Vorwurf war. Auf jeden Fall gab es eine Twitter-Userin, ich dachte, die hieß Anwältin oder so, die darauf aufmerksam gemacht hat und das nicht so, Ja, keine Ahnung. Und ihren Shop komisch fand. Shop Dizzle. Da gibt es Schmuck, Morgenmäntel, Düfte, Parfüm und kostenloses Finanzwissen. Oh, wo hast du denn diesen schönen Morgenmantel her? Da, wo ich auch mein kostenloses Finanzwissen herkriege. Und da bietet sie auch einen Anxiety-Ring an. Anxiety heißt das und so. Oh ja, genau. Das wurde da kritisiert. Und deswegen habe ich mir überlegt, auch ein Video zu machen. Weil sie so beworben hat, ja, hier, damit, da, das löst. Oder zumindest soll das darauf anspielen, dass das gegen Depressionen sein soll. Oder gegen Angstzustände oder sowas, ne? Deswegen diese, Anxiety? Ach, gegen Dings, gegen Panikattacken, glaube ich. Soll das helfen und sowas. Dein und du kannst mit rumspielen. Aber so ein ähnliches Design, sehr, sehr ähnliches Design, gibt es auch auf solchen Dropshipping-Seiten zu finden. Zufall? Na, ich glaube nicht. Sie hat gesagt, es ist alles in Deutschland Design und wird fair, nachhaltig produziert. Und ich glaube ihr das. Diana, ich bin auf deiner Seite. Wir müssen hier aber mal ganz kurz Influencer verteidigen. Zumindest ein bisschen. Denn Leute lieben es, sich über Influencer zu empören. Da werden gern Tatsachen so ein bisschen verzerrt oder künstlich aufgeblasen, dass man sich dann moralisch über sie stellen kann. Aber manchmal sind die Sachen, die sie machen, völlig normal. Was nicht heißen soll, dass sie gut sind, aber sie auch nicht der Grund dafür sind, warum die Dinge so sind, wie sie sind. Zum Beispiel hat der InScope mal so eine Brille verkauft. Offen unehrlich hat dazu recherchiert. Was ist das denn? Zum Beispiel hat der Mysteriös, neue InScope-Brille vor einem Jahr geklaut. Optiker reagiert, überrascht. Was, InScope hat eine Brille verkauft? Ich hab davon, sag mir was das Thema, aber ich glaube, ich hab's nicht angeguckt, oder? Hab ich's angeguckt? Ich weiß es gar nicht. InScope mal so eine Brille verkauft. Offen unehrlich hat dazu recherchiert und herausgefunden, die Brille kostet in der Produktion ja nur 1 Cent, aber dann verkauft er die für 1 Million Cent. Also gehen die so zu einem Optiker, um nachzufragen. Und der so, ja, topmodisches Designer-Ding, das würde ich auch für 1 Million Cent verkaufen. Aber was sagen sie dazu, dass es nur 1 Cent in der Produktion kostet? Ja, genauso wie jede einzelne verfickte andere Brille in meinem Laden hier. Der gesamte Designermarkt funktioniert so. Okay, das hat er so nicht gesagt. Also jetzt auch überhaupt nicht gesagt. Aber man hat an seinem Blick gesehen, dass er es so gemeint hat. In vielen Branchen ist das völlig normal, gerade wenn es um Schmuck oder Brillen geht. Und gerade wenn jeder andere in der Branche so hohe Margen verlangt, warum solltest du das als YouTuber-Influencer nicht auch machen? Es bietet sich dann natürlich eher an, auf die reichweitenstarken Influencer rumzuhacken, obwohl das gesamte System ein Fuck-up ist. Da sollte man vor allem was gegen machen. Scheiß Kapitalismus. Einfach mal kurz die ganze Welt ändern. Ja. Ja, das Problem ist, bringt das, also erstmal Themen wahrscheinlich klicken sich auch besser, wenn es einzelne Leute betrifft und nicht immer nur das System. Das ist ja das, was auch Jonas Ems, was er auch kritisiert hat, zur Meinungsblocker-Geschichte und so weiter. Und ob das dann so viel bringt, ich meine, wenn wir jetzt ein Video machen über das System, ich glaube, dann hat man ein Video gemacht über das System, aber es hat gar nichts bewirkt. Dann fühlt sich niemand angesprochen und macht einfach weiter mit seinem Zeug. Ich glaube, selbst wenn du das System kritisierst, wird halt nichts passieren als YouTuber. Wenn du Einzelne kritisierst, dann kann schon eher was passieren, dass Leute sich ändern. Aber immer nur das System zu kritisieren, ich glaube nicht, dass es auf Ernst was bringt, weil die Leute fühlen sich dann nicht angesprochen und machen dann einfach weiter mit ihrem Zeug und denken, dass sie ja nicht betroffen sind davon. Ah, billig im Osten einkaufen und dann teuer im Westen verkaufen. Und eigentlich nur ein Zwischenhändler sein, der einen Shop oder die Webseite halt stellt. Ja, das ist, worum es doch im E-Commerce geht. Sonst machst du halt keinen Profit. Rennt, wenn ihr irgendwo Designed in Germany liest. Weil dann heißt es nämlich genau das. Viele
Influencer versuchen sich natürlich so einen E-Commerce-Shop aufzubauen. Als zweites Standbein oder vielleicht als Altersvorsorge. Sich eine schöne Firma aufbauen, weißt du, wo man sich dann austoben kann, wenn man mal nicht mehr YouTube macht. Das Dumme an diesen E-Commerce-Firmen ist nur, vor allem, wenn du nichts Eigenes Neues bietest, dass du nur dieses toxische System weiter anheizt und eigentlich nur ein Zwischenhändler bist, der die Preise für die Kunden in die Höhe treibt. Und weil du nichts Neues auf den Tisch klatscht, funktionieren diese Shops auch nur so lange, wie die Influencer da ihre Reichweite raufknallen. Besonders schwierig wird's dann, wenn sie einfach zu gierig werden und ihre Firmen zu sehr melken wollen. Dagi B ist ein gutes Beispiel für Influencerin, die auf einmal voll Business ging und hat mehrere Firmen geboten, die nicht wirklich was Neues geboten haben. Und mit ihrem Musiklabel zum Beispiel hat sie Sachen sogar noch schlechter gemacht, weil sie Vertragsfälschung betrieben hat. Und mit sie meinen wir die Firma, nicht sie direkt. Ist jetzt nicht unbedingt das Beste, wenn du... Ich distanziere mich von jeder Aussage, die hier getätigt wurde, zu Dagi B. Liebe Dagi B, bitte mahn mich nicht ab. Ich habe gar nichts gesagt. Ich habe bloß das Video angeguckt. Ich weiß gar nicht, um was es da geht. Deswegen, ich glaube nichts, was die hier gesagt haben. Ich denke, die liegen komplett falsch. Und ihr habt alles richtig gemacht, auch mit dem Artist. Ihr seid immer fair mit ihm umgegangen und seid da wirklich immer auf einem guten Weg gewesen. Ich denke, die verbreiten hier Lügen. Man sollte den Space Frogs wirklich keine Sekunde glauben in der ganzen Thematik hier. Ja, also möchte ich nochmal ganz klar ausdrücken. Ich denke, es wurde alles erstunken und erlogen und es wurde gar nichts vertraglich irgendwie falsch, falsch kommuniziert oder so. Also das möchte ich nochmal ganz klar hier zum Ausdruck bringen, weil das kann nicht sein, dass die Space Frogs hier so böse sind zu Dagi B, Eugen und sowas. Ne? Also ja, finde ich hier an den Haaren herbeigezogen. Wenn du was Langfristiges aufbauen willst, dass jeder den... Eugen, bitte beäugen Sie nicht diese Reaktion. Bitte nicht beäugen, ja. Bitte erzeugen Sie jetzt hier nicht negative Stimmung. Scheiß jetzt googeln kann, wenn er sich nach einem Label umschaut. Wir haben so ein bisschen das Gefühl, dass YouTuber oder Influencer so ein bisschen falsche Vorstellungen davon haben, was so eine Firma abwirft. Beziehungsweise, wie das so mit Skalierungen funktioniert. Ein Video kann einfach so 1 Million mehr Klicks als ein anderes machen, ohne dass wir da mehr Arbeit und Geld reingesteckt haben müssen. Aber wenn Bibi jetzt 1 Million mal mehr Duschschaum am Tag verkaufen will, dann muss ja die ganze Produktionskette vorher auch irgendwie am Stizzle sein. Also Herstellung, Transport, Verkauf, Buch. Das muss ja alles irgendwie mitwachsen. Wir sind nie gewachsen. Das ist alles immer noch auf demselben Level. Wir wollen jetzt aber natürlich nicht jeden Influencer. Das zeigt aber keine Fortschrittlichkeit, dass ihr noch nicht mitgewachsen seid. Ihr müsst doch euch mitentwickeln. Ich finde aber die Videos sehr, also wenn ich mir ein Video von den Space Frogs anschaue, immer sehr cool. Ich mag diese Transitions sehr. Und ich mag das sehr, dass immer mal die Bilder gefehlt haben. Und ich mag auch den Frame hier, ja. Jeden Influencer ankacken, der sich nebenbei eine Firma aufbaut. Manche haben ja auch richtig Ahnung in dem, was sie tun. Oder machen irgendwas halt besser oder anders als die Konkurrenz. Oder sie holen sich einen Geschäftspartner, der richtig Ahnung hat und bieten dann vielleicht auch nur Reichweite, Gesicht und Kapital. Aber bauen dann doch eine solide Firma auf, die einen Mehrwert bietet. Manche YouTuber haben tatsächlich Leidenschaften und Talente außerhalb von dem, was sie auf YouTube machen. Und halte ich für eine ganz, ganz schwierige These, ja. Also das will ich wissen, dass irgendein YouTuber da draußen außerhalb von YouTube irgendein Talent pflegt. Ich glaub's nicht. Jetzt, wo sie halt die Reichweite und tatsächlich Leidenschaften und Talente außerhalb von dem, was sie... Das würde ja bedeuten, die haben irgendeinen Skill außerhalb der Internetwelt, das glaube ich nicht. YouTube machen. Und jetzt, wo sie halt die Reichweite und das Kapital haben, können sie ja was damit umsetzen. Interessant fand ich da Rizo, der Nindu gegründet hat. Das ist quasi Social Blade für Deutschland. Und für die Leute, die Social Blade nicht kennen, da kannst du halt Statistiken von YouTubern angucken. Also wir gucken da manchmal rein, um zu sehen, hey, bei XY geht's gut oder nicht oder was auch immer. Und wenn du dir Premium holst, kannst du noch mehr Daten einsehen. Ich weiß nicht genau, was du dann siehst und wie viel es kostet. Es ist definitiv nicht nur ein Netflix-Abo, weil es ist halt eben nicht an den normalen Zuschauer gerichtet, sondern eher an Manager und Marketingagenturen. Und weil es natürlich von denen nicht so viele gibt wie normale Konsumenten und es ja hier um Business-Stuff geht, können die natürlich auch ein bisschen mehr bezahlen. Müssen das halt auch, ansonsten lohnt es sich ja nicht. Rizo ist ja im... Boah, ey, es wird mich voll interessieren, wie dieses Nindo läuft. Aber ich glaube schon, dass es krass läuft, oder? Ich meine, er hat ja auch mehrere Angestellte da, glaube ich. Das muss ich ja auch irgendwie rentieren. Und ich glaube auch, dass dieses Abo-Modell lohnt sich auch komplett, also wenn du dort ein Abo abschließt, für die Einsichten, für die jeweiligen Manager oder so oder Firmen, die sich da anmelden. Ich glaube, das lohnt sich für die und es lohnt sich, glaube ich, auch für Nindo an sich und auch für Rizo und die Mitarbeiter und was weiß ich. Aber ich glaube schon, weil das einfach was ist, es gibt es zwar auf der Welt, aber so in Deutschland so gut programmiert und so weiter, ich glaube, es gibt es gar nicht. Ja, deswegen. Ja, aber Rizo, das, was Rizo macht, hat halt meistens wirklich auch Hand und Fuß. Das muss man einfach ihm lassen. Also,
der weiß halt, was es bedeutet, Dinge zu konzipieren, zu organisieren und dass das, was er anfasst, auch ordentlich wird. Das muss man ihm, das muss er schon sagen, das ist schon stark. Informatiker und wahrscheinlich hat er einfach so eine Passion für Datenverarbeitung, was sehr viele wahrscheinlich nicht wirklich nachvollziehen können. Aber er hat sich da was aufgebaut, wo er wahrscheinlich drauf Bock hatte. Aber als YouTuber würdest du ja normalerweise etwas aufbauen, was du deinen Zuschauern aufschwatzen kannst und nicht irgendwelchen Managern, die du vielleicht mal auf einer Party kennengelernt hast. Interessant finde ich auch Big Mode von Videogame Donkey. Donkey ist ein Gaming... Warte mal ganz kurz, wer? ...die du vielleicht mal auf einer Party kennengelernt hast. Interessant finde ich auch Big Mode von Videogame... Big Mode Video Game Donkey, 7,5 Millionen Abos. Junge, vor 4 Tagen 1 Million Aufrufe. 1,2 Millionen, 700.000. Kenne ich nicht, aber krass, das ist sehr, sehr krass. Video Game. Das ist ja fast, das ist ja schon eine ähnliche Relation wie Moist Critical, aka Penguin Zero. Donkey ist ein Gaming-YouTuber und er hat einen Indie-Publisher gegründet, wo sich natürlich noch herausstellen muss, ob die wirklich gut sind, ob sie was bieten oder das nicht auch nur Scam ist. Aber es klingt sinnvoll, weil er ist halt leidenschaftlicher Zocker und hat Ahnung und er kann super krass promoten. Und wenn er dann halt noch die richtigen Leute ans Boot holt, die halt dann auch den Support für die einzelnen Entwickler bieten können, macht das Ganze Sinn. Mirella von Mir Relativ Egal hat eine Puzzlefirma aufgemacht. Also da kannst du jetzt niemanden buchen, der für dich puzzelt, sondern sie verkaufen Puzzle und die sind dann nachhaltig und haben Messages. Klingt für mich so. Ich spiele brutale Killerspiele am Rechner, wie richtige Männer. Aber der absolute Klassiker... Sie verkauft Puzzle. Das ist aber auch krass einfach. Ich weiß nicht, was kann ich denn vermarkten? Einen Holy Basher, aber nee, das ist ja wieder nichts Eigenes. Also ist schon ein Stück weit was Eigenes, aber halt nicht so Eigenes, wie hier gemeint. Was, Leute, gib mal irgendwelche Sachen, die zu mir passen würden, was ich verkaufen könnte. Welches Produkt soll ich raushauen? Wir müssen konzipieren jetzt an der Stelle. Zeichne doch was Schönes. Das wurde mir das letzte Mal gesagt, als ich kein Geschenk für meine Mutti hatte. Ja. Was selbst gezeichnet ist, ist immer sehr schön. Da freuen sich die Eltern sehr. Alpha-Gene, Alpha-Merch, eine Halskrause. Junge, eine Halskrause. Das habe ich noch nie gehört. Okay, aber als Merch ist das schon krass, glaube ich. Ein Buch mit deinen Hot-Takes. Ach Junge, eine eigene Quallenlampe herstellen. Wir haben was. Schmerzmittel ist auch gut an der Stelle. Aber eine eigene Quallenlampe, das ist stark. Das ist sehr stark. Von dem, was Leute nebenbei machen und dann irgendwann eventuell auch noch mit vermarkten, ist Musik. Weil ihr werdet es kaum glauben, aber Musik ist eine Leidenschaft von sehr, sehr, sehr vielen Leuten. Und das heißt nicht, dass es auch gut ist. Ich höre voll gern Musik. Also wollte ich Musik. Die Quallen haben dein Gesicht. Okay, wir müssen das weiter konzipieren. Die Quallen müssen mein Gesicht haben. Da muss im Quallenglas drinstehen, gegen Österreich und gegen Kaiser. Da müssen schon so ein paar Sachen sein. Aber, Junge. Ohne Scheiß, die Quallenlampe wäre wirklich lustig, weil mega viele sprechen mich immer auf die Quallenlampen an. Musik auch selber machen. Verpönt ist natürlich dieser Cashgrab, wie ihn damals Bibi gemacht hat. Irgendwelche Produzenten machen halt einen Song und ihre Stimme wird dann mit Autotune halt reingefädelt. Und dann kannst du es halt verkaufen. Der Song war absolut scheiße. Andererseits muss man... Der Song war gut. Man muss auch sagen, so viele Kommentare habe ich noch nie gesehen unter einem YouTube-Video, oder? Und halt reingefädelt und dann kannst du es halt verkaufen. Der Song war... Der hat 1,3 Millionen Kommentare. Ich weiß nicht, wie viele Musikvideos oder generell Videos es gibt mit 1,3 Millionen Kommentaren. Also ein YouTube-Video. Weiß ich nicht. Das ist auf jeden Fall ziemlich viel. Absolut scheiße. Andererseits muss man aber sagen, du musst es ihn ja nicht kaufen. Es ist halt so, viele Leute machen halt nebenbei Musik. Und dann kannst du sie halt anhören und denken, wow, ist das scheiße. Aber dann... Wie wäre es auch mit einem starke Schmerzen-Song, der im Hintergrund läuft, Entspannungsquallen plus Schmerzlieder? Ich integriere in diese Quallenlampe noch einen Lautsprecher und normalerweise kommen dann ja so Orca oder Delfingeräusche oder Walgeräusche oder so, ne? Und ich immer so leise im Hintergrund starke Schmerzen. Nee, warte so. Starke Schmerzen. Ich habe starke Schmerzen. Die Schmerzen sind unerträglich. Ich habe starke Schmerzen. Und das kommt dann einfach immer im Loop und die Leute beruhigen sich die ganze Zeit. Weißt du, die fangen dann an einzuschlafen, während diese schöne Quallenlampe da... Oh ey, das ist eigentlich... Ey, wir brauchen eine gute Konzeption noch dazu, aber wir haben schon mal eine Grundidee, ja. Bin ich voll für 10 von 10, würde das kaufen, aber sofort.
perfekt, wir haben ein Konzept, das ist es. Wir machen eine starke Schmerzen-Quallenlampe einfach. Junge, sehr, sehr geil. Dankeschön, Space Rocks. Ohne euch wäre ich nie auf die Idee gekommen, eine Quallenlampenfirma zu gründen. Kannst du es halt einfach nie wieder anhören. Wie das von Laura. Ja, genau. Hier, wie hieß sie mit Namen? Wendler. Laura Wendler. Also, du hast mehr Spaß, wenn du das Video ohne Ton anguckst. Alles andere ist einfach schmerzhaft. Also, das ist halt, aber das ist halt schmerzhaft, auch wirklich. Richtig. Ey, ja klar, soll sie machen. Es tut mir nicht weh. Ich muss es nicht ansehen. Aber so ein bisschen besser hätte man es doch schon machen können. Weil das ist echt. Wow. Aber am Ende ist es so, wir werden noch sehr viele merkwürdige YouTuber-Firmen kommen und gehen sehen, weil fast alle YouTuber haben Bock, fett Cash zu machen. Aber nicht alle haben halt auch ein Talent oder eine Expertise. Ja, deswegen, also fast alle haben Bock, Cash zu machen, deswegen sage ich hier, ihr müsst, also wenn jetzt jeder von euch, ne, ich habe selten so viele Zuschauer im Chat, aber ne, jetzt bei über 1000, wenn jetzt jeder von euch nur mal gesponnen, ja, ist nur eine indirekte Aufforderung, 1000 Euro spendet, ja, dann kann es sein, dass vor euch zumindest ein Bruttomillionär sitzt. Ich werde nicht sagen, da brauche ich nicht mal eine Idee. Außer zu sagen, wenn jeder eine 1000 Euro spendet. Weiß nicht, vielleicht, ne, wenn jetzt 1000 Leute sich berufen fühlen, direkt zu sagen, alle, okay, machen wir, dann wäre das natürlich auch ein Erfolgsrezept. Nö, okay, dann lassen wir es. Doof. Bietet Fett Cash zu machen. Deswegen, was sind so gute Beispiele, was sind schlechte Beispiele, was sind. Ey, nicht mal 1000 Euro hat die Community, da ist doch traurig, oder? Also, geht's mal ganz ehrlich, das ist traurig, weil jetzt muss ich wieder mir eine Idee finden, um Millionär zu werden. Neutrale Beispiele, was sind leicht positiv und leicht negativ? Egal. Schreib's in die Kommentare, mich interessiert's. Weißt du, wenn es mit dem einen nicht wird, dann muss ich dann doch die Quallenlampe machen. Das nützt ja am Ende des Tages alle nichts. Okay, Leute, das war ein sehr gutes Video. Und die Quallenlampe ist ein gutes Ding. Ansonsten mache ich eine Massagepistole und kaufe die ein für 5 Euro und verkaufe die für 150 Euro, wie es sich gehört am Ende des Tages. So sollte es auch sein. Ne? Oder wir bringen, das bringen wir raus. Eistee ist Quatsch, weil ich bin mit Holy viel zu sehr zufrieden, um einen eigenen Eistee rausbringen zu wollen. Ich wüsste nicht, was ich sonst nehme. Ach, keine Ahnung. Nee, ich bin eigentlich. Momentan bin ich so zufrieden, wie ich bin. Ich bin glücklich. Ich bin absolut glücklich, wie momentan alles läuft. Ich habe jetzt keine Probleme, keine Beanstandungen. Deswegen lassen wir das. Und wenn ihr pro Quallenlampe seid, dann schreibt es mir auf jeden Fall in die Kommentare. Schreibt bitte Qualle in die Kommentare, wenn ihr für die Quallenlampe seid. Bedeutet übrigens nicht, dass ich das wirklich mache, weil das ist schon ziemlich hobbylos. Aber es ist auf jeden Fall eine lustige Überlegung, muss ich an der Stelle ehrlich zugeben. Ich danke nun an der Stelle für den unfassbaren Support, das muss ich mal sagen. Ohne euch könnte ich es ja hier beruflich auch nicht machen. Ich danke euch auch, wenn ihr ein Abo hier dagelassen habt auf dem InCav-Kanal. Wir haben jetzt die 80.000 Abos geknackt. Vielen Dank dafür, hätte ich nicht gedacht, dass wir es so schnell schaffen. Das ist sehr, sehr lieb von euch. Ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Tag. By the way, der Link zu dem Video ist unten in der Beschreibung. Checkt das unbedingt ab. Lasst ein Abo da bei den Space Frogs. Das mache ich jetzt übrigens auch, warum auch immer ich da kein Abo mehr drin habe. Und lasst ein Like da, ganz wichtig. Ich wünsche euch jetzt noch einen wunderschönen Tag. Macht's gut, haut rein. Und ja, Stänkchen und Zwänkchen, euer Alpha Kevin. Und ciao, ciao.